Na gut, ja, wir sollen ein Feuer löschen. Wer das Let's Play bis hierhin verfolgt hat, der weiß, dass wir das schon mal gemacht haben. Im Let's Play wäre es fast gut gewesen, wenn ich das vorher schon gewusst hätte. Aber gut, Fire Engine. Die rufen wir gleich mal. Und die kommen schon an, obwohl die Zeit noch gar nicht. Na gut. Ist in Ordnung. Was sich halt herausgestellt hat, ist, dass Sprinkleranlagen an sich super helfen. Aber hier scheint keine zu existieren und ich schätze, es wird auch schwierig, jetzt da noch welche hinzubauen. Aber ich kann es natürlich nochmal versuchen. Vielleicht dann eher so hier hin. Ja, hier kommt keiner mehr rein. Müsste ich da auch noch Wasser verlegen? Wahrscheinlich wird das so schnell nicht passieren. Na toll, wo habe ich denn jetzt hingesetzt? Hier. Versorgung. Hierhin, glaube ich, ne? Dann ziehe ich das mal hoch. Dann ist das ein bisschen als Unterstützung für die Feuerwehr. So, die sollen einmal hier hin und die sollen mal hier hin. Machen die das? Nö, das machen die gar nicht. Löschen sie die Flammen. Reicht das denn bis dahin, wenn ich dem jetzt click right mouse to order your fireman to move? Feuermänner richten Schläuche auf jedes Feuer in der Nähe. Drücken Sie H, um die Schläuche manuell einzurichten. Ah, okay, einzeln kann ich sie hier hinschicken. Ist irgendwie doof, dass ich sie nicht als Gruppe. Ah, kann ich doch. Okay, ich habe mich nur zu blöd angestellt. Hierhin und hierhin. Dann löscht ihr bitte mal das Feuer. Okay, da fangen sie auch schon an. Ich weiß nicht, wo man am besten hier anfangen würde. Ja, die Sprinkleranlagen können sie natürlich nicht so schnell mal eben noch verlegen. Das wäre wohl auch etwas zu viel verlangt, an meine fleißigen Bienchen, wenn, sie jetzt in dieses brennende Gebäude gehen sollten. Okay, jetzt, löschen sie fleißig. Ich beschleunige einfach mal die Zeit, ne? Hier auf jeden Fall gerne eine hier noch, damit auch das hier gelöscht wird. Und weiter hier drüben. Okay, das sieht gut aus. Oh nee, das waren die falschen. Nein, aber ist egal. Und ihr geht mal hier hin. Einmal kreuz und quer. Na gut. Hauptsache, sie kriegen das alles gelöscht. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Mein Gott, da ist ein Überlebender zwischen den Trümmern. Oh cool, er hat überlebt. Haha. Oh, das freut mich. Grundgütiger, das ist Don Palermo. Von allen Insassen muss ausgerechnet unser Mafia-Boss sein. Natürlich. Hallo, Gefangene sind auch nur Menschen. Die schlechte Nachricht für ihn ist, dass wir aufgrund der Budgetsenkung alle unsere festen Ärzte entlassen mussten. Hey! Die gute Nachricht ist, dass unsere Krankenstation immer noch einsatzbereit ist. Stellen Sie ein paar Ärzte ein, damit sie sich um Don Palermo kümmern, während wir dieses Chaos beseitigen. Auch das machen wir. Wir müssen dieses Chaos beseitigen. Hey! Reißen Sie mit dem Baggerwerkzeug die zerstörte Kantine und die Küche ab. Es müssen sämtliche Trümmer entfernt werden. Okay. Weisen Sie eine Müllzone an der Straße zu. Unsere Arbeiter werden die Trümmerteile dorthin bringen, damit die Müllwagen sie abtransportieren können.
Endlich können sie die Feuerwehrleute wieder nach Hause schicken. Ihre Arbeit ist getan. Entschuldigung, da musste ich einmal kurz unterbrechen, aber jetzt bin ich wieder da. Ich habe für diese Ziele weitere Details in Ihre Aufgabenliste hinzugefügt. Wenn Sie einmal nicht wissen, was Sie tun sollen, führen Sie die Maus über das Ziel und Sie erhalten zusätzliche Anweisungen. Okay, also hier sieht man halt die Aufgaben, das kennen wir auch schon aus dem Hauptspiel. Räumen Sie die verbrannten Trümmer weg, jawohl. Eine Müllzone, das werde ich wohl als erstes machen. So. Stellen Sie mehr Arbeiter ein. Oh, 86%, okay. Räumen Sie Kantinentrümmer weg. Ja, ich kann auch eigentlich noch mal ein paar mehr einstellen. So, 30. 35, wir haben ja momentan die Kohle. Eine Mille, leicht rocker. Reicht? Reicht rocker? Reicht locker. Außerdem soll ich das alles planieren. Ach so, die kann ich natürlich auch nach Hause schicken hier. Die Feuerwehrleute. Und dann planiere ich einfach mal. Kann ich nicht einfach alles? Nö, kann ich nicht. Warum nicht? Innenbereich ausräumen. So. Die Häftlinge hatten ernsthafte Beschwerden. Hat oder haben? Mhm. Diese Zelle hat keinen Kantinenzugang. Häftlinge in dieser Zelle können nirgendwo essen. Ja, okay. Das macht sie natürlich unglücklich. Das kann ich schon verstehen. So, ich würde das jetzt gerne planieren. Achso, jetzt darf ich. Okay. So, das auch. Und dann beschleunigen wir mal wieder die Zeit. Oh, eingehender Anruf. Der Abriss dieser Gebäude wird eine Weile dauern. Sie können die Zeit beschleunigen, indem Sie die Schaltfläche unter der Uhr betätigen. Nein. Ach, wirklich? Faszinierend. Dum, da, dum, da, dum. Jetzt wird erstmal alles abgerissen, damit wir gleich alles wieder aufbauen können. Das ist doch toll, oder? Personal. Ach so, Ärzte brauchen wir noch. Ja, wo waren das? Wo ist denn hier die Krankenstation? Ach, hier unten. Zwei Ärzte. Muss reichen. Ja, kein Zugang zur Kantine ist natürlich übel. So, es blinkt hier immer noch wild. Planieren. Was habe ich da eigentlich gemacht hier? Okay, irgendwie hat er da noch was vergessen. Macht nichts. Das sieht doch gut aus. Und da ruft er wieder an. Gute Arbeit, Dankeschön. Sehen wir mal nach, wie es unserem Verletzten geht. Boah, hier steht erstmal einer mit einer fetten Knarre. Bekommt der gerade Besuch? Oh, ich muss mich mal einmal umsetzen. Oh weh. Don Palermo sagt kein Wort. Arg. Ich glaube, er will uns etwas sagen. Wer von euch dreckigen Hurensöhnen war das? Niemand, Daddy. Das war ein Unfall. Daddy.
Haltet eure dreckigen Mäuler und hört gut zu, ihr beiden. Wenn ich wüsste, welches von euch beiden Arschlöchern den Brand gelegt hat, würde ich ihm den Hals umdrehen. Aber meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde in diesem Scheißbett sterben. Aber es gibt noch Familiengeschäfte zu führen. Der Name Palermo ist alles, was wir noch haben. Ihr übernehmt also die ehrenhafte Aufgabe. Ihr dreckigen Wichser, kapisch? Das war doch genau ihr Ziel, oder? Wir wissen, was zu tun ist, Dad. Keine Ahnung, wie seine Stimme war. Okay. Pass auf dich auf. Es ist noch nicht vorbei, Nico. Der Geschäftsführer. Ohne Essen werden die Häftlinge in ein paar Tagen die Mauern niedergerissen haben. Ach so. Wir müssen das Gefängnis sichern, bevor es zu einem Aufstand kommt. Das ist der Einsatzbildschirm. Von hier aus können Sie den taktischen Einsatz all Ihrer Wachen steuern. Setzen Sie Wachen in allen Zellenblöcken und Räumen ein. Weisen Sie Stationen in der Gefängnisumgebung 10 Wachen zu. Das sollte reichen, um Stärke zu zeigen. Außerdem will ich eine Patrouille im Innenhof, wo wir die neuen Anlagen bauen. Wenn Sie einmal nicht wissen, was Sie tun sollen, führen Sie die Maus über das Ziel und Sie erhalten zusätzliche Anweisungen. Okay. Setzen Sie 10 Wachen im Gefängnis ein. Um Wachen einzusetzen, öffnen Sie... Ach so, ich soll einfach Wachen einstellen, oder? 21 von 25 sind bereit, aber wir können ja auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 dazu holen. Um Wachen einzusetzen, öffnen Sie den Einsatzbildschirm und klicken Sie auf einen Sektor, um eine Station zu erstellen. Diese Station wird dann automatisch einer Wache zugewiesen. Ach, das meinen die. Okay. Im Gefängnistrakt auf jeden Fall immer welche. Das ist eigentlich auch das Wichtigste auf dem Hof. 2, 3, 4, 5. Okay, der Trakt bekommt 2. Teilen Sie 2 Wachen zu einer Patrouille des Innenhofs zu. 2 nur? Na gut, dann bauen wir hier einfach so ganz klassisch halt eine Patrouille auf. So, da kommt eine Wache hin und hier kommt eine Wache hin. Dann haben wir auch das erledigt. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit dem Wiederaufbau von Küche und Kantine zuwenden. Zuerst müssen wir die Küche wieder aufbauen. Dazu müssen Sie diverse Geräte installieren und ein paar Köche einstellen. Ist das getan, bauen Sie eine neue Kantine. Sind Sie mit allem fertig, fangen die Köche automatisch an, Mahlzeiten für das gesamte Gefängnis zuzubereiten. Wenn Sie sich irgendwann einmal nicht sicher sein sollten, was Sie tun haben, führen Sie Maus über... Ha, ja. Wie schön, wir dürfen Räume bauen. Juhu. Okay, die war ja vorher hier so riesig. Dann machen wir es auch einfach wieder so riesig. Personal. Ja, machen wir ja früher oder später. Oh, jetzt blinkt hier alles. Die sollen erstmal den Raum bauen. Und dann kriegt das einfach hier eine normale Tür. Einmal hier oben und einmal hier unten. Denn von da kommen die Gefangenen. Obwohl es eigentlich voll unschlau ist, die Küche auf der Seite zu bauen. Kann ich die Türen hier nochmal... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Und zwar hätte ich gern eine hier, obwohl eine hier... Und eine hier. Dann baue ich die Küche nämlich auf die Seite hier. Und ich beschleunige mal wieder.
damit die hier zacki-zacki das Fundament legen. Dum, dum, dum. So, hier bitte noch. Na, das sieht doch gut aus. So. Dann bauen wir nämlich hier eine Wand rein. Und da kommt eine Personaltür rein. Dorthin und dorthin. Dann hätte ich gern Bänke. Nö, dann hätte ich eigentlich gern erstmal den Serviertisch. Ich weise erstmal die Räume zu. Und zwar hier. Da haben wir einmal die Kantine. Und einmal die Küche. Zack, 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 zack. Jawohl. Und dann sehen wir nämlich die Objekte, die hier eingekreist sind. Werden dort eingesetzt. Ich habe die Küche, glaube ich, jetzt viel zu riesig gemacht. Macht aber nichts. Ein Herd. So. Und so. Und dann hätte ich daneben gerne Kühlschränke. Genau dorthin, wo sie es gerade alles hinstellen. Und auf jeden Fall ein paar Spülen. Die Gefangenen drehen gerade richtig am Rad. So, dann brauche ich dafür auch noch die Versorgung. Und zwar Strom. So. Genau, die sind dann, glaube ich, automatisch alle verbunden. Die brauchen auch noch Strom. Dann brauchen die noch Wasser. Okay, dann lege ich das Wasser. Warum ist denn das hier getrennt? Ach so, ja klar. Nee, warte. Ich lege das einfach jetzt hier durch, so. Das sollte so passen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mindestens 4 Köche. Wir haben immerhin 80 Gefangene. Und dann auf jeden Fall noch Bänke. Tische. Achso, ein Serviertisch. So, 3 Stück. Und dann braucht die noch normale Tische. So erstmal. So, kann jetzt sein, dass die alle falsch rum sitzen. Das weiß ich nicht. In der Theorie gäbe es jetzt Essen. Die sind richtig wütend. Na gut, hilft halt nicht schnell. Außerdem hätte ich hier gerne noch Strom. Oh, da möchte ich es einfach so. Es sind vermutlich auch noch zu wenig Tische und Bänke für 80 Leute. Oh, jetzt habe ich in der Mitte hier überall Bänke gemacht. Warum habe ich das denn gemacht? Da müssen natürlich Tische hin. So. Bank. Frei. Genau so. Bank. Frei. Bank. Tisch. Bank. Frei. Bank, Tisch.
Jetzt schlafen sie erstmal alle. Da gehen die Bedürfnisse runter. Ich hoffe, dass sie morgens gleich für Essen eingetragen sind. Frei, Bank, Tisch. Oh, das geht sogar auf hier, ne? Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Ich habe es ja einfach nur so runtergezogen. So, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3 mal 6. Das sind 18. 18 mal 8. Sollte reichen. Sollte reichen für 90 Gefangene. So, Personal. Warum blinkt das noch? 4 Köche. Wie viele Köche brauchen wir denn? Achso, platzieren Sie einen Mülleimer in der Küche. Einer. Mhm. Wie rum ist denn das jetzt richtig? Ich glaube, so rum. Jawohl, das sieht gut aus. So, dann kriegen Sie sogar 4 Mülleimer. Hey! Köche. So. Versorgung. Kann ich eigentlich auch mal hier einmal komplett durch die Wand ziehen. Genauso wie hier. Das hier sind noch die Überbleibsel von dem Feuer. Und was ist das hier? Wahrscheinlich auch noch die Überbleibsel vom Feuer. Genauso wie das hier. Auch weg. So, das schaut doch gut aus. Dann hat die Kantine auch Licht. Naja, mehr oder minder. Irgendwie sind die Lampen hier sehr seltsam gesetzt. So. Und so. Ja, braucht ja jetzt alles nicht perfekt sein. Ist ja im Prinzip in Anführungsstrichen nur die Kampagne. Jetzt haben wir schon 100 Gefangene. Wir haben leider hier das Klemmbrett noch nicht, dass wir das ausschalten können, dass wir immer mehr Gefangene bekommen. Stellen Sie mindestens 8 Köche. Okay, dann brauchen wir noch 2. Und dann bräuchten wir aber vielleicht auch nochmal Herde. Und die stehen aber sehr dicht hier. Objekte. Herd. So. 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 Habe ich da keinen Platz zwischengelassen? Ich glaube, die springen immer. Einmal. Frei. Herd. Nee, frei, frei. Dann mache ich das lieber so. Noch ein paar Kühlschränke bauen. So. Dann brauchen die noch Strom. Ziehe ich einmal hier durch. Unser Generator reicht nicht aus. Das heißt, wir bauen hier nochmal Kondensatoren dran. Wir haben es ja. Wir haben es ja dicke. Ich meine, hallo, immerhin eine Mille. Da kommen sie alle angelaufen. So. Dann sollte ich den auch wieder einschalten können. Jawohl, das sieht doch hier ganz gut aus. Platzieren Sie einen Mülleimer in der Kantine? Ach, in der Kantine. Ich habe die jetzt natürlich in die Küche gestellt.
Aber in der Kantine, das geht natürlich auch. So, da kommen zwei hin und da kommen auch zwei hin. Oh, wie aggro die das Zeug hier in sich reinmachen von hier. Wieder hoch und runter wackelt. So, sehr schön. Dann haben wir alle Aufgaben erledigt. Eingehender Anruf. Sie werden nicht glauben, was mir gerade berichtet wurde. Oh weh. Schmuggelware. Unsere Leute waren gerade dabei, die verdorbenen Lebensmittel zu entsorgen, als sie in den Kisten Drogen und Flaschen mit Alkohol entdeckten. Wir verdächtigen die Familie Palermo ja schon seit geraumer Zeit des Schmuggels, aber wir konnten ihr das nie nachweisen. An manchen Tagen kommt ein Übel zum anderen. Don Victor Palermo, Boss einer der gefürchtetsten Mafia-Familien der Ostküste. Die Palermos haben das FBI jahrzehntelang an der Nase herumgeführt. Anthony Palermo, der älteste Sohn von Don und dessen natürlicher Nachfolger, war für das Tagesgeschäft verantwortlich. Ich dachte jetzt am Anfang, der würde das sagen. Also, der Anthony. Anthony. Anthony finde ich auch gut. Nico Tamoretti. Nico Tamoretti war zwar ursprünglich kein Familienmitglied, wurde aber aufgenommen, als er Dons einzige Tochter Vitalia heiratete. Sonny Palermo. Und dann ist er noch Sonny Palermo, der zweite Sohn von Don. Ein echter Fiesling, ein Temperament wie ein Pitbull und nur halb so viel Grips. Ihr Imperium umfasste den Drogenhandel von Maine bis Florida. Zumindest bis Anthony in Flagranti erwischt wurde. Ach. Er wurde von einem eifersüchtigen Ehemann erschossen. Nein. Oh, wie heftig. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die Geschichten ineinander übergehen. Zum Pech für die Familie fand die Polizei am Tatort in Anthonys Sporttasche 12 Kilo reinstes Kokain. Und die Beweise führten bis hoch zum Familienoberhaupt. Über Nacht fiel alles, was sich die Familie Palermo aufgebaut hatte, in sich zusammen. Das FBI hatte alles, was es brauchte, um sie im Gefängnis verrotten zu lassen. Fehlt noch Vitalia, die Tochter von Don und einziges lebendes Familienmitglied, das nicht hinter Gittern ist. Wir wissen nur wenig über sie, abgesehen davon, dass sie immer aus den Familiengeschäften rausgehalten wurde. Aber irgendjemand muss die Drogen von außerhalb reingeschmuggelt haben. Ich verstehe, glaube ich. Wir könnten es hier mit einem ernsthaften Drogenproblem zu tun haben, aber darum können wir uns jetzt nicht kümmern. Küche und Kantine sind fertig und einsatzbereit. Unsere Köche bereiten Speisen für alle zu, womit sich die Lage etwas beruhigen sollte. Ich mache mir Sorgen, weil das Feuer eindeutig auf Brandstiftung zurückzuführen ist. Das darf nicht noch einmal vorkommen. Installieren Sie eine Sprinkleranlage über der neuen Küche und der Kantine und schließen Sie sie an die Wasserleitung an. Das klingt tatsächlich schlau. Alle Häftlinge haben Bedürfnisse und diese Bedürfnisse wirken sich direkt auf ihr Verhalten aus. Im Moment sind alle furchtbar hungrig, deswegen auch das ganze Geschrei. Essen ist eines ihrer Hauptbedürfnisse und wenn sie das nicht befriedigen, droht ihnen jede Menge Ärger. Ein Gefängnis ist immer nur wenige ausgefallene Mahlzeiten von einem ausgewachsenen Aufstand entfernt. Über den Bedürfnisbericht können Sie die Bedürfnisse Ihrer Häftlinge kontrollieren. Sie können ihn normalerweise über das Berichtssymbol rechts unten öffnen. In diesem Bericht werden die Bedürfnisse aller Ihrer Häftlinge angezeigt. Rot bedeutet, dass viele Häftlinge wütend sind, weil das Bedürfnis nicht befriedigt wird. Okay, jetzt wird mir das auch mal erklärt. Das ist eigentlich ganz cool. Auch wenn es irgendwie schon logisch war, aber gut. Wie zu erwarten ist Essen für praktisch jeden rot. Aber diese Häftlinge sind auch sehr gelangweilt, Bedürfnis Unterhaltung. Und das Gefängnis befindet sich in einem ziemlich dürftigen Zustand, was sich in den Bedürfnissen Umgebung und Kleidung niederschlägt. Okay. Als Gefängnisarchitekt ist es Ihre Aufgabe zu entscheiden, um welche Bedürfnisse Sie sich zuerst kümmern. Sie könnten zum Beispiel Fernseher,
Fernseher in den Zellen anbringen, damit die Häftlinge eine Beschäftigung haben und ein paar Hausmeister einstellen, um das Gefängnis aufzuräumen. Oder sie ignorieren die Bedürfnisse der Häftlinge einfach und verlassen sich auf rohe Gewalt, um ihr Gefängnis unter Kontrolle zu behalten. Das überlasse ich ihnen. Ja. So, wie sieht's denn hier aus? Dusche. Irgendein komischer leerer Raum. Verwahrungszelle. Lagerraum, Dusche. Also die haben überhaupt keine Möglichkeit zur Erholung. Es gibt keinen Gemeinschaftsraum. Es gibt dafür aber zwei Höfe. Hofsesses. Also mehrere. Ja, ich würde sagen, wir gönnen denen auf jeden Fall erstmal einen Gemeinschaftsraum, wo die Fernsehen gucken können und vielleicht Billard spielen können. Okay, ich gucke mir nochmal hier die Sachen an. Also als erstes brauchen wir die Sprinkleranlage. In der Küche. Mitte. I search in Mitte. Egal. Da. Und dahin. Ich verlasse mich einfach mal drauf, dass die Events ausgeschaltet sind. Dass hier hinten kein Feuer ausbricht, denn das soll es auch geben. Feuer im Generatorraum. So, da haben wir zwei Sprinkler gesetzt. Installieren Sie mehrere Sprinkler in der Küche. In der Kantine auch, okay. Objekte, Sprinkler. Dann bauen wir einfach hier nur welche hin. So. Eigentlich können wir in der Küche auch noch mehr bauen. Und legen Sie die Wasserleitung. Gut, machen wir ja gleich. Dann blinkt das alles, dann sehen wir das besser. Kümmern Sie sich um die Bedürfnisse Ihrer Häftlinge. Kümmern Sie sich um das Bedürfnis Essen. Kümmern Sie sich um das Bedürfnis Unterhaltung. Umgebung. Ach so, okay. Ich würde auf jeden Fall erstmal gerne einen Gemeinschaftsraum für die einrichten. Und zwar, da ist Hof und da ist auch nochmal Hof. Eigentlich wäre da hier hinten noch ganz gut, glaube ich, ne? Dann lassen wir hier mal hier, lassen wir hier mal zwei, einen Dreierdurchgang frei. Und bauen hier einen Gemeinschaftsraum hin. Zugang benötigt. Ja, gut. Irgendeine Tür. Hier, komm, zack. Zwei nebeneinander. Dann legen wir dort Gehgeschwindigkeit schnell. Ein paar Bodenplatten. Oder? Was haben die hier verlegt? Gehwegplatten. Schnell. Haben die Gehwegplatten verlegt? Ah ja, okay. Dann nehme ich die. So, das hier passt jetzt natürlich gar nicht mehr. Und hier unten auch. Oder auch nicht. Okay. Ja, so ist das, wenn man ein Gefängnis von jemand anderem in Anführungsstrichen weiterbaut. Dann passt das erstmal alles gar nicht mehr. Also hier zum Beispiel, ich hätte jetzt gedacht, dass hier unten ein Ausgang ist. Aber der Ausgang ist hier hinten. Da hat es natürlich vielleicht auch Sinn gemacht, dass die Kantine auf der Seite war. Weiß nicht genau. Ich glaube schon. Ne? Damit die dann hier über den Weg da einfach rein können. So, ich verschnelle mal wieder. Und dann können wir hier die Versorgung nochmal ergänzen. Ach, es muss bis drunter. So. Und so.
Haltung. Ach so, Umgebung. Hausmeister. Stelle ich mal 5 ein. Gärtner nehmen wir auch 5. Und dann hätte ich hier gerne den Raum. Und zwar den Gemeinschaftsraum. Zack. Sehr schön. Und da stelle ich ein paar Objekte rein. Wie zum Beispiel ein paar Billardtische. So. Ein Fernseher. So. Obwohl, nee, der ist doof da. Ich hätte gern tatsächlich mal ein breites Sofa. So. Dann können die dann jetzt zusammensitzen und Fernsehen. So, denke ich, passt das. Außerdem bräuchten wir hier auf jeden Fall noch ein paar Lampen. Dahin. Und dahin. Und Versorgung, damit die hier auch Strom haben. Das könnte schon reichen, weiß ich aber nicht genau. Und wir finden ein Polaroid. Ah, ein Polaroid für den... Polaroid? Ein Polaroid. Ein Polaroid für den Gemeinschaftsraum, wie schön. Ja, was kann da noch rein? Vielleicht so ein paar von den Telefonzellen. Müssten da eigentlich auch genutzt werden. Oh, das war falsch. Dahin und dahin. So. Und dann hätte ich hier gerne auch noch ein paar Hantelbänke. Na, Autospeichern. 2, 3, 4 hier und 4 hier unten. So, das sollte sie auf jeden Fall zufriedenstellender machen. Was ich eigentlich auch noch gern hätte, wäre eine Putzkammer, damit die Häftlinge selbst vielleicht auch mal den Mob in die Hand nehmen. Könnte ich ja eigentlich noch hier in der Mitte bauen, ne? So vielleicht. Und dann brauchen wir dafür auch noch eine Tür. Da reicht eine normale. Und dann legen wir auch noch mal Gehwegplatten waren das jetzt, glaube ich, ne? Hier hin. Es könnte sein, dass der jetzt etwas überdimensioniert ist. Putzmittelschrank. Aber das macht nichts. Das ist ja... Ne? Logistik. So, dann können die selber mit schrubben. Wenn denn Arbeit eingestellt ist im Tagesplan. Nö, ist natürlich nicht. Aber das ändern wir jetzt einfach. Und zwar hätte ich Essen gerne hier vorne. Und dafür hätte ich hier gerne dreimal Arbeit. Hoffreizeit und nochmal dreimal Arbeit.
So, denke ich, passt das. Und dann sollte es ihm spätestens am nächsten Tag besser gehen. Okay, hier steht noch Essen. Das ist super. Die Hausmeister putzen fleißig. Oh, sieht so süß aus, wenn die hier so lang flitzen. Mit dem Besen. Ah, okay, ein Sprinkler hier fehlt noch. Da brauche ich wieder die Versorgung. Das ziehe ich einfach so einmal rüber. Jawohl. Schließen Sie die Sprinkler in der Küche an die Wasserleitung an. Ja gut, das wird dann gleich hoffentlich auch erledigt sein. Und das mit der Umgebung ist auch schon... Okay, jetzt gerade wieder gesunken. Jetzt wurde irgendwo wieder Schmutz gemacht. Aber das werden Sie mehr oder minder dann alleine auch erledigen. Und da ist schon wieder der nächste Anruf. Es gab einen Vorfall in der Dusche. Wir haben einen Toten. Was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Es sind sogar zwei Tote. Zum Glück ist alles kameraüberwacht. Wenn Sie einen Moment Zeit haben, klicken Sie auf das Polaroid in der Dusche. Dann sehen wir uns an, was passiert ist. Okay, ich glaube, das ist ein guter Moment, um eine kurze Pause zu machen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich liebe das Spiel und die Kampagne ist bis jetzt auf jeden Fall ganz nett gemacht. Außer die erste. Aber so mit dem Feuer und so, das ist schon ganz gut. Ich bin gespannt, was sich die Entwickler da noch einfallen lassen haben. Und das werden wir in der nächsten Folge erforschen. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.